Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online. Am heutigen Tage, ich bin ja ein richtig reicher Typ und tue immer mein Geld direkt einzahlen. Deswegen tun wir jetzt direkt mal mein ganzes Vermögen von 62 Dollar auf mein Konto einbuchen lassen. Und im heutigen Video werden wir zudem die Mission A Super Yacht live über Bord spielen. Ist die Musik so oder... Das klingt irgendwie so ein bisschen komisch. Okay. Was, müssen... Brock, you couldn't have stopped by at a better time, boss. Some bozos snuck on board, snatched the paperwork that classifies us as permanent residents of international waters, and made off on our jet skis. We don't get them back. We're gonna get the biggest IRS bill of all time. Steuern? Nicht mit mir. Go off and take them out. Last I saw the bastards, they were headed off towards the Vespucci canals. I mean, I bet you thought me and the bartender had a pretty easy run of it out here on the ocean wave. But honestly, the crapola I have to deal with on a daily basis, I might as well be the captain of a giant floating magnet for every protester, pirate, eco-terrorist, rival 1%er and corrupt official in the state. Das stimmt. Walking a mile or two in my shoes. Seriously, mate. Okay, ich muss euch zu den Vespucci-Kanälen. Okay, ich würde sagen, da nehmen wir einfach mal ein Boot für. Weil ich bin mir nicht sicher, ob das mit einem, ja, Helikopter so gut, geht. So, nehmen wir das. Ich glaube, das hier wäre angebrachter. So. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg. Okay, dann... Wir haben nur ein Teamleben. Uiuiui. Okay, ja, bevor ich Steuern zahle, mache ich das lieber nicht. Ich werde mein Boot jetzt erstmal hier andocken, damit ich zu den Vespucci-Kanälen komme. Die sind hier nämlich gleich in der Nähe von der Andockungsstation. Das ist schon mal sehr praktisch. Ich würde sagen, wir fahren schon mal hier hinter. Schalte die Jets lieber aus. Ja, mache ich, ne? Kann ich zielen? Sehr gut. Ach, ich komme hier sogar durch. Hoffe ich. So. Ja, perfekto. Okay. Da vorne sind sie. Numero uno. Numero dos. Och nee, nicht die. Ach Moment, da kommt doch gleich einer. Hä, von wo kommt denn der? Ach da. So, Numero und. Ja. Mit dem Jetski wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen. Wo rennt der hin? Ich glaube nach rechts. So, bitte kannst du mal lenken. Dankeschön. Der bleibt da, glaube ich. Der steht da, glaube ich. Da hinten, oder? Da hinten ist er. Na komm, komm, zeige ich doch. Tja, so. Steh auf, ich hab's eilig. Endlich. Denken Sie auch an die Dokumente. Natürlich. Wieso hab ich nicht einfach gleich die Dokumente geholt? Und wer hat jetzt schon wieder die Polizei gerufen? Alles Petzen, alles Petzen. So, hier rechts müssen die Dokumente liegen. Wo sind die denn? Ich habe keine Ahnung. Ich schau mal. Boah, Alter, ist das hier Güllewasser. Okay. Those assholes are all members of the yacht club down at Puerto del Sol. The naval code dictates we head over there
Okay, wir sind noch nicht ganz fertig. Oh, zerstöre die Boote. Alle, wollt ihr mich verarschen? Moment mal. Alle Boote zerstören. Okay, Nummer uno. So. So, das auch noch. Nehmen wir auch noch mit. Die sind aber leicht beschädigt, muss man ehrlich sagen. Oh nein. Ich krieg Besuch. Nein, 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 nicht so schnell ran. Können wir die Boote nicht einfach stehen lassen? Der Typ da oben, der nervt mich auch schon ziemlich. Können die bitte... Ich glaube, das war nicht so die beste Idee, die Cops abzuknallen. Aber wenn die mich hier nicht meine Arbeit machen lassen, dann passiert das schon mal. Gut, dann können wir umdrehen. Was ist das denn? Ist das gesunken oder was? Aber das kleine Boot, das darf hier stehen bleiben. Na gut, ist mir auch egal. Ich bin das nicht. Ich glaube, sie verwechseln mich mit jemand anderen. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, auch nochmal in die Luft, bitte. Ey, können die mal aufhören, mich abzuknallen? Das finde ich ziemlich unhöflich. Ich knall sie auch nicht ab. Ja, das ist nur Selbstverteidigung. So nennt man das. Habe ich gelernt in der Schule, dass Selbstverteidigung okay ist. Ach man, halt doch endlich mal den Mund und hau ab. Gehst du hier? Nein. Okay, tschüss, tschüss, tschüss. Ich bin ja schon weg. Ihr könnt ruhig die Boote wieder aufbauen, ist mir eigentlich egal. Und da vorne fährt noch eins. Oh nee. Die knallen mich doch locker ab, so assi wie die sind. Erst meine Dokumente und Jetskis klauen und jetzt noch abhauen wie die letzten Mem. Na gut. Wenn ihr habt so Gewalt. Da sitzt doch jemand hinten drauf. Gut, ja, ne, ich würde sagen, wieder schauen und reingehauen. Schüttel die Kopf ab, auch gerne. Nee, ich muss das nicht so oft wieder erst wieder haben. Als Captain lässt sich's leben. Ja, du hast ja auch nichts gemacht. Du lässt mich die ganze Drecksarbeit machen, nachdem ich dir Millionen in deine Geldbörse gedrückt habe. Oder wen auch immer ich da gezahlt habe. Aber ja, jetzt sind wir endlich fertig. Ich habe eine schicke, kostenlose Maske bekommen. Das hat sich doch auf jeden Fall gelohnt. Nur wegen der Maske bin ich mitgegangen. Ah, da fahren die Cops am Land rum. Ich glaube, das macht nicht so viel Sinn. 12.000 ist ja nüschte. Habe ich eine Sekunde ausgegeben. Aber wenigstens etwas. Ich dachte, ich krieg da nicht mal was. Gut, gefällt. Ja, enthalten ist mir auch eigentlich komplett egal. So, da das jetzt hier gefühlt ewig braucht, würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Und ansonsten sehen wir uns bei einem neuen Video. Haut rein und ciao, Leute.